Mit einem 38:32 Erfolg gegen den slowenischen Klub Cimos Copa haben sich die Handballer von Frischauf Göppingen die Tabellenführung in ihrer Gruppe im EHF-Pokal gesichert. Der Sieg war dabei über die kompletten 60 Minuten nie wirklich in Gefahr. Vor allem in den ersten Spielminuten konnten sich die Grün-Weißen ein komfortables Polster herauswerfen. Wir haben gesehen, auch, dass unsere Mannschaft hat auch konzentriert angefangen, besonders in Deckung, genauso wie im ersten Spiel. Das war Aufgabe, das war Vorschrift. Und wir haben gesehen, richtig gute erste 15 Minuten von uns. Ich glaube, in 10. Minute, wir haben schon mit 5-6 Tore geführt. Danach konnten die Göppinger aber weitestgehend nicht mehr an ihre Leistung aus den ersten Minuten anknüpfen. Trotzdem konnten sie ihren Vorsprung halten. Grund dafür war vor allem die körperliche Überlegenheit. Jeder weiß, dass wir haben große Leute, das ist unser Vorteil. Wir haben viele Leute von 2 Meter oder 100 Kilo, das ist Unterschied mit Mannschaft von Cimos. Auf der anderen Seite, das ist Vorteil auch für Cimos gewesen oder für andere Mannschaften, welche haben viel schnellere Spieler als wir. Neben den größeren und stärkeren Spielern hatte Göppingen am Samstag auch den deutlich besseren Torhüter. Mit insgesamt 25 Paraden sicherte Primož Prost den Hausherren schlussendlich den Sieg. Viele Fans wünschen sich bereits nach seinem 8. Pflichtspiel eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages. Für den Slowenen ist das keine ganz abwegige Idee. Ja, wir werden sehen. Es ist richtig, dass mein Vertrag im Sommer endet. Aber mal schauen, was dann passiert. Mein Job ist es, hier das Tor zu hüten. Die anderen Angelegenheiten sind die Aufgaben des Managements. Vielleicht werden wir da eine Lösung finden. Warum auch nicht? Mit jetzt 6 Punkten aus 4 Spielen steht Göppingen vor den punktgleichen Spaniern aus La Rioja an der Tabellenspitze. Eine zwar komfortable, aber noch nicht hundertprozentig sichere Ausgangslage für die letzten 2 Gruppenspiele. Ja, ich glaube, das bleibt bis zum letzten Spieltag spannend. Ich würde fast sagen, das läuft auf ein Endspiel gegen die Spanier hinaus, um den Gruppensieg. Und von daher war das jetzt keine Vorentscheidung oder sonst irgendwas, sondern wir müssen jetzt noch 2 Spiele spielen in der Gruppe. Die wollen wir beide gewinnen und dann ist das auch in Ordnung. Bevor die Göppinger am 16. März auswärts in Schweden gegen Eskilstuna Guif um die nächsten 2 internationalen Punkte kämpfen, geht es jetzt erst einmal in der Liga weiter. Am Mittwoch, den 13. März, spielen die Grün-Weißen in Essen.